Gut, da sind wir soweit. Habe ich alles? Euch muss ich noch mitnehmen. Und meinen Kaffee muss ich noch mitnehmen. Wir gehen in den örtlichen Park. Ich habe zu wenig Hände. Moment. Wir gehen in den örtlichen Park und werden da einen neuen Rassecheck aufnehmen. Heute der Golden Retriever. Los geht's. Der Golden Retriever ist eine der beliebtesten Hunderassen in Deutschland. Nicht nur bei meinen Kunden, sondern tatsächlich auch bei mir. Trotzdem wissen viele über den Retriever einige Sachen nicht, die ich euch heute mal erzählen will. Wie immer geht es in dem Video um meine Meinung und meine Erfahrung. Ihr könnt euren Golden Retriever anders kennengelernt haben als ich meine und als ich die meiner Kunden. Was viele nicht wissen, ist, dass der Golden Retriever noch gar nicht so lange bekannt ist und noch gar nicht so lange als eigenständige Rasse existiert. Der Golden Retriever ist tatsächlich noch nicht so alt. Jetzt so um die 100 Jahre. Man hat in den 50er Jahren, also wirklich tatsächlich erst 1950 und ein paar zerquetschte, hat man die Aufzeichnung eines Mannes gefunden, frage mich jetzt nicht mehr, wie er heißt, wo man davon ausgeht, nein, Platz. Gaja, Platz. Wo man davon ausgeht, dass der Begründer der Rasse war. Und diese Aufzeichnungen gehen zurück so bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, 1890 um den Dreh. Okay. Was viele Menschen schon wissen, ist, dass der Golden Retriever genauso wie der Labrador Retriever eine englische Jagdhunderasse ist, die oftmals auch mit Gebrauchsprüfung gemacht wird. Das heißt, um züchten zu dürfen, muss man so eine gewisse Arbeitsprüfung auch ablegen. Gerade beim Golden Retriever, ne? Das ist so Apportierarbeit und all sowas in der Richtung. Das ist bis heute so und das war schon immer so. Beim Labrador ist es genau das Gleiche. Früher hat man auch viel mehr Wert drauf gelegt, dass Hunde, die aus der Showlinie sind, auch gut in der Arbeit sind. Das heißt, es gab diese klare Trennung zwischen Show- und Arbeitslinie noch nicht so stark. Da gab es sogar duale Meister. Also Hunde, die sowohl vom Aussehen her auf den Wettbewerben ganz gut bzw. als Beste abgeschnitten haben, zeitgleich aber auch die Arbeitsprüfung als Beste abgeschnitten haben. Das gibt es schon lange nicht mehr. Ja, also, mir ist zumindest keiner bekannt. Da wird jetzt viel mehr aufgeteilt. Da wird viel mehr getrennt zwischen Show- und Arbeitslinie. Und beim Golden Retriever ist das ganz stark so. Den allermeisten Menschen ist gar nicht bekannt, aus welchen Hunden der Golden Retriever entstanden ist. Im Golden Retriever ist alles drin, was so richtig jagt wie Hulle. Ja? Vom Bluthund über den Setter. Könnt ihr nachgucken. Findet ihr, glaube ich, bei Wikipedia auch die Liste. Der Golden Retriever ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr guter Arbeitshund, aber auf der anderen Seite auch ein sehr liebenswerter Familienhund. Die sind zu jedem Quatsch zu gebrauchen, die sind sehr, sehr nett, trotzdem bringen sie in meiner Erfahrung nach so ein paar Baustellen mit, von denen man ja auf die eine oder andere tatsächlich auch verzichten könnte. Ansonsten ist der Golden Retriever ein toller Hund. Gehen wir mal auf unsere Punktetafel ein und dann werden wir schon sehen, wie ich den Golden Retriever einschätze. Los geht's. In puncto Erziehung ist der Golden Retriever wie jeder andere Jagdhund, gerade vor allem die englischen auch, ein Hund, den man sehr, sehr gut erziehen kann. Gib mir das her. Ich bin zu alt zum Bücken. Der Golden Retriever ist wirklich, wirklich toll zu erziehen. Ähnlich wie der Labrador. Nur mit dem Unterschied, dass man beim Goldie nicht ganz so streng sein muss in der Regel. Der Golden Retriever hat sich in den letzten 5 Jahren, in denen ich ihn kennengelernt habe, sehr stark verändert. Auf der einen Seite, und das wissen auch viele nicht, noch vor einigen Jahren, ich glaube es war 2012, 2013, war der Golden Retriever sogar in der Beißstatistik sehr, sehr weit vorne. Da hat er sich mit dem Schäferhund eine Zeit lang in den Beißstatistiken der einzelnen Länder abgewechselt. Mal war der Schäferhund vorne, mal der Golden Retriever. Das kam immer so ein bisschen darauf an, was alles zum Schäferhund zählte. Wenn beim Schäferhund nur der deutsche Schäferhund gemeint war, also der Hund, den man eindeutig erkennen kann, dann war der Goldie nicht weit dahinter oder manchmal auch sogar vor ihm. Wenn zum Schäferhund in den Statistiken aber Schäfer und Mischlinge gezählt haben, so wie Milan offensichtlich einer ist,
dann liegt der Schäferhund seit Jahren schon sehr weit vorne. 2012, 13 war es tatsächlich, gab es eine Zeit, da war der Golden Retriever wirklich weit vorne in der Beißstatistik. Da haben die oft getackert. Das ist so ein bisschen untergegangen. Das haben viele Menschen nicht mitgekriegt. Mittlerweile ist der Golden Retriever ein bisschen anders. Also ich kenne ihn anders. Dennoch, vor 3 Jahren bin ich von einem Golden Retriever Welpen wirklich auch schon ein bisschen doller gebissen worden. Da hat er das richtig ernst gemeint. Der war aber blind. Das war eine andere Geschichte. Da schiebe ich das auf das blind gewesen sein. Der Goldie ist ein netter Kerl. Und erziehungstechnisch ein bisschen einfacher als der Labby. Man muss nicht ganz so streng sein. Die Gefahr, die meiner Meinung nach beim Golden Retriever in puncto Erziehung am meisten besteht, ist, dass die Menschen ihn nicht ernst nehmen. Die sehen so nett aus mit ihrem quasi Kajal um die Augen und die sind lieb und die sind hübsch und die sind kuschelig und knuddelig. Und ja, aber es ist ein Jagdhund. Ja, also die Hauptprobleme entstehen meiner Meinung nach genau deshalb, weil die Menschen den Goldie eben nicht so für voll nehmen. Aber Menschen, die ihn einfach pragmatisch sehen, wie er ist, als Jagdhund und mit ihm auch vielleicht sogar mehr arbeiten, als es der durchschnittliche Hundehalter würde, die haben einen super toll erzogenen Hund. Wenn man also sich ein bisschen Mühe gibt und mit dem Goldie was tut und mit ihm trainiert und ihn nicht nur nebenher laufen lässt, weil es ja so, ach, so ein süßer Kerl ist, dann hat man wirklich einen tollen Kerl. Die sind einfach zu erziehen, die sind nett, man kann mit denen alles erreichen. Einige der besten Hunde, die ich in der Hundeschule hatte, waren Golden Retriever. Und das ist auch schon sehr früh. Ich gucke mal, ob ich Videos von denen finde, die ich parallel einblenden kann. Der Alesso zum Beispiel, der war mit 5 Monaten, 6 Monaten, war der schon weiter als viele andere Hunde, die ein Jahr bei mir waren. Weil einfach die Besitzerin mit ihm super gerne trainiert hat. Die hatte Spaß an der Arbeit und am Training mit ihm. Die hatte Spaß an Sachen wie Freiablage etc. Und der Hund hat das halt auch mitgebracht. Der Goldie ist ein cooler Hund und weil er so nett ist und weil er eigentlich wirklich gut zu erziehen ist, bis auf ein paar kleine Mängel, kriegt der Golden Retriever in puncto Erziehung tatsächlich die volle Punktzahl. 5 Punkte für den Goldie im Bereich Erziehung. Im Punkt Alltag kriegt der Golden Retriever auch wieder eine sehr gute Punktzahl. Trotzdem muss ich da... Milan, du stehst ein bisschen vor der Kamera. Willst du ein bisschen was suchen? Trotzdem muss ich da ein paar Punkte abziehen, obwohl man eigentlich nicht viel verbessern könnte, weil es ein netter Hund ist, es ist ein hübscher Hund. Menschen haben einen guten Draht zu dem Hund, fassen ihn gut auf, haben keine große Angst vor ihm. Trotzdem gibt es Hunde, die genau das Gleiche mitbringen, aber 1, 2 positivere Punkte dazu haben. Ein Beispiel ist, dass der Golden Retriever aufgrund seiner Größe tatsächlich doch noch so ein bisschen eingeschränkt ist. Wenn du einen kleineren Hund hättest, der nur die Hälfte wiegt oder nur 10 Kilo wiegt, ein 10 Kilo schwerer Hund, der die gleichen Fähigkeiten und die gleichen Alltagsattribute mitbringt wie der Golden Retriever, muss einfach einen Punkt mehr haben. Der Goldie ist nett, der Goldie ist hübsch, der Goldie ist aber leider etwas größer. Ja, gerade die Männchen 30 bis 35 Kilo ist schon eine Hausnummer. Das ist so schwer wie Milan. Bei ein bisschen weniger Körpergröße. In der Regel kommen Menschen im Alltag gut mit den Hunden zurecht. Andere Hunde haben einen ganz guten Draht zum Goldie, weil er eben nicht sehr, sehr prollig aussieht. Die wissen in der Regel, wie sie kommunizieren müssen. Also auch im Punkt Alltag schneidet der Golden Retriever wirklich sehr gut ab. Weil aber, wie gesagt, es kleinere Hunde gibt, die genauso gut abschneiden und die Größe tatsächlich für den Alltag ein ausschlaggebendes Kriterium ist, kriegt der Golden Retriever nur 4 von 5 Punkten im Bereich Alltag. Als nächstes wie immer der Punkt Motivation. Das hatten wir eben schon, haben wir schon angeschnitten. Es ist einer der britischen Jagdhunde. Britische Jagdhunde sind gut zu motivieren. Die sind verspielt, die sind verfressen. Es ist ein Retriever. Die sind... Bah, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ein Goldie kannst du zu allem motivieren. Und mit fast jedem Quark kannst du dem kommen. Ob das ein Spielzeug ist, ob das Kuscheleinheiten sind, ob das was zu essen ist, der macht mit. Fluch und Segen, ne, wie immer. Wer leicht zu motivieren ist zu arbeiten, ist auch leicht zu motivieren, Quatsch zu bauen. Trotzdem... Weil es uns nur um die Motivation geht und um die Fähigkeit, den Hund zu motivieren. 5 Punkte. Komm her, Gaia. Gaia. Hey, Gaia, komm her. Milan, hier. Die Kehrseite der Medaille Motivation ist wie immer die Medaille Auslastung. Ihr müsst mit dem Goldie ein bisschen was tun. Nur nebenher laufen lassen heißt, der macht Scheiße. Wie eben schon gesagt, ist es der Golden Retriever aus stark jagdlich ambitionierten Rassen entstanden. Da ist der Bluthund mit drin gewesen, der Setter, Labrador Retriever, eine Spaniel-Variante. Man hat alles eingesammelt, was in England auf der Insel irgendwie jagdlich zu gebrauchen ist und hat das in eine hübsche Hunderasse verpackt. Und genau das ist das Problem. Wenn ihr mit dem Goldie nichts macht, dann kann das sein, dass der wirklich anfängt, Scheiße zu bauen. Dann geht er jagen, dann geht er Blödsinn machen und so weiter und so fort. Aber der Goldie ist... aufgrund seiner Art ganz gut
ganz gut auszulasten. Die stehen total auf geistige Beschäftigung, die arbeiten gerne mit dem Kopf, die apportieren gerne, die machen gerne auch ruhigere Sachen. Ich muss mit dem Goldie nicht unbedingt Fahrrad fahren oder Agility oder Frisbee machen. Aber hier gibt es einen riesen Unterschied. In den letzten Jahren hatte ich, glaube ich, wenn es hochkommt, einen Golden Retriever aus der Arbeitslinie. Die anderen waren alles Showlinien-Goldies. Und die sind mal gleich 10 Kilo schwerer. Wirklich. Und ganz häufig auch zu fett gefüttert. Das heißt, mit den Hunden bietet sich das schon gar nicht an, wirklich Sachen wie Agility oder Frisbee oder sonst was zu machen. Wenn ihr allerdings einen richtig schönen, schlanken Goldie aus der Arbeitslinie habt, dann könnt ihr mit denen wirklich auch viel mehr Sachen machen. Dann könnt ihr mit denen auch Agility machen. Dann könnt ihr mit denen, was auch immer halt sonst aufgrund der Körpergröße und Schwere nicht so gut passt, könnt ihr mit einem Arbeitslinien-Goldie besser machen als mit einem Showlinien-Goldie. Die fahren trotzdem beide Varianten, fahren gerne Fahrrad, könnt ihr auf Wanderung. Der Goldie ist geil. Zum Auslasten ist der geil, der macht jeden Scheiß mit. Aber du musst halt ein bisschen was tun und du musst ein bisschen mehr tun als mit einem normalen Hund. Ich würde jetzt mal sagen, das da ist ein normaler, durchschnittlicher Hund. Mit dem musste ich auch schon ein bisschen was machen, aber naja, sagt er. Wie wir immer schon gesagt haben, leicht zu motivieren heißt, ich muss auch wirklich was mit denen tun, weil die sich sonst selbst motivieren. Weil man aber ein bisschen mehr tun muss als mit dem Durchschnittshund, kriegt der Golden Retriever von mir hier 2 von 5 Punkten beim Thema Auslastung. Nochmal, um das klarzustellen, 3 Punkte im Thema Auslastung heißt, ich muss normal viel mit meinem Hund machen, ein bisschen beschäftigen und so weiter und so fort. 5 Punkte heißt, beim Thema Auslastung, ich brauche so gut wie nichts mit dem Hund machen, ohne dass sich da was Negatives entwickelt. Das wird es so gut wie gar nicht geben, da gibt es wenig Hunderassen, auf die das zutrifft. 1 Punkt beim Thema Auslastung heißt, ich muss wirklich viel mit dem tun und den körperlich und geistig beschäftigen, weil der sonst auf jeden Fall Scheiße baut. Ja, ein Goldie kann ich auch mal ein paar Tage in Ruhe lassen, aber insgesamt sollte der schon, gerade wenn er jung ist, was zu tun haben, weil der sonst auf doofe Ideen kommt. So, verschlafen wie ich heute Morgen war, habe ich zwar einen Zweitakku mitgenommen, aber einen leeren. Das heißt, meine Kamera schreit schon, Hilfe, Hilfe, leer. Ich flitze nach Hause und dann machen wir das Video weiter. Wir waren beim Thema Pflege. Bis gleich. So, ich habe meine Kamera aufgeladen in der Zwischenzeit, so dass wir jetzt das Video fortsetzen können. Wir waren beim Thema Pflege stehen geblieben. Und ich hatte schon angefangen, so ein bisschen in den Vergleich zum Labrador zu ziehen. Der Golden Retriever hat ein bisschen längeres Fell. Ansonsten ist das genau der gleiche Hund, was die Pflege angeht. Bei dem längeren Fell muss ich ein bisschen mehr schneiden. Ich muss ein bisschen mehr kämmen, damit das nicht verfilzt. Das ist schon richtig, aber das sind nicht die Hauptprobleme. Der Golden Retriever ist genau wie der Labrador Retriever. Jemand, der jede Pfütze sucht, der jedes Matschloch liebt. Da sind sie ursprünglich zu Hause gewesen. Das war ihre jagdliche Beschäftigung. Und deshalb lieben sie das. Und das ist so das Hauptproblem. Den muss ich oft waschen. Das ist dann beim Goldie ein bisschen schwieriger als beim Labrador. Der Labrador ist relativ schnell wieder trocken, weil er kürzeres Fell hat und ist auch schneller sauber. Aber der Golden Retriever ist quasi das Gleiche, einfach nur mit längerem Fell. Es reicht jetzt nicht, um zu sagen, okay, der kriegt, obwohl es ein bisschen schwieriger ist beim Goldie als beim Labrador, es reicht aber trotzdem nicht, um zu sagen, er kriegt weniger Punkte, weil das wäre so viel mehr, ist es nicht. Weil man aber immer wieder diesen dreckigen Köter mit nach Hause nimmt vom Spaziergang, voller Schlamm und alles, was wir alle lieben, wir mögen sie alle dafür, aber trotzdem ist es Aufwand. Und deshalb kriegt der Goldie auch hier 2 von 5 Punkten. Der nächste Punkt ist der Punkt Gesundheit. Und auch hier, der Golden Retriever ist mit den gleichen Vor- und Nachteilen gesegnet wie der Labrador. Die haben oft Hüfte, wirklich oft. Ich habe viele gehabt, die schon komplette Katastrophen waren als Welpen. Weil sie aber auch meistens viel zu schwer sind, weil sie viel zu schwer gehalten werden. Die Showlinie wird halt einfach sehr früh sehr massig, dann haben die viel Fell und da geht es wirklich nur um Plüsch, Plüsch, Plüsch und groß und dick und breit und knuddelig und das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund für den Goldie, das schleppt er auf den Gelenken mit rum und dafür kriegt man dann halt die Quittung auch. Wenn man einen Goldie aus der Arbeitslinie hat, sind die deutlich gesünder und deutlich besser drauf. Ansonsten ändert sich da vom Golden Retriever zum Labrador nicht viel. Zum Thema Gesundheit kann man also das Gleiche statuieren. Zwischen Golden Retriever und Labrador tut sich nicht viel. Die sind beide gleich gesund oder ungesund.
weil aber immer mal wieder so Geschichten rund um die Gelenke dabei sind und vor allem in den letzten Jahren hatte ich immer mal wieder auch Hunde, die Probleme mit den Augen hatten, die wirklich schlecht gesehen haben, bis hin zu komplett blind waren und wir das erst 2 Monate später festgestellt haben, weil die sich so klug angestellt haben. Ich habe noch gedacht, der Samson damals, da habe ich noch gedacht, okay, der ist echt super tollpatschig, warum läuft der immer gegen die Beine? Der ist doch, was ist das für ein tollpatschiger Hund? Bis uns dann aufgefallen ist, oder bis mir dann aufgefallen ist, dass er den Kopf eigentlich immer so hielt, weil er nur noch hier gesehen hat. Und das ging dann auch irgendwann weg und dann war er ganz blind. Aber damit kann man leben, das kriegt man schon irgendwie hin. Trotzdem, ich hatte in den letzten Jahren immer mal wieder einen Goldie, bei dem ich das Gefühl hatte, ich glaube, der sieht nicht so gut. Und tatsächlich war das auch oft der Fall, dass die schon so ein bisschen Sehschwächen hatten, ein Star oder sowas in der Richtung, oder tatsächlich aber blind waren. Das hört sich viel an, wenn ich sage, ich hatte immer mal wieder einen. Es ist nicht viel gewesen, also von den 30, 40, die ich hatte, waren es 2 oder 3. Aber bei anderen Hunderassen hatte ich 30, 40 und es gab keinen, der Probleme mit den Augen hatte. Also es gibt schon immer mal wieder einen Golden Retriever, der Probleme mit der Sehfähigkeit hat. Das muss man halt einfach mal drauf achten. Ansonsten ist es ein normal gesunder Hund mit Abstrichen, was Gelenke und Gewicht und Gelenksprobleme, die daraus folgen, zu tun haben. Haltet euren Golden Retriever schlank, wenn der wächst. Wirklich schlank. Im Zweifel könnt ihr lieber die ersten 1,5 Jahre die Rippen ab und zu mal sehen, wenn der sich blöd bewegt. Dafür hat er dann 3, 4, 5 Kilo weniger auf den Gelenken und am Ende des Lebens, da bekommt ihr dann den Kassenzettel dafür und da habt ihr dann viel mehr von eurem Hund, weil er vielleicht länger gesund bleibt. 2 von 5 Sternen für den Golden Retriever im Thema Gesundheit. Bleiben noch 2 Punkte und der nächste ist das Thema Jagdtrieb. Das habe ich eben schon gesagt, der Golden Retriever und der Labi tun sich da nicht viel. Ne? Machst du mit denen nichts, können die anfangen zu jagen. Die tun sich wirklich nicht viel. Ich finde, dass der Goldie ein bisschen besser dasteht als der Labrador, auch was das Thema Jagd angeht. Die Labbis machen das häufiger, sind mehr, sind schneller abgelenkt. Der Golden Retriever hat ein bisschen mehr Spaß daran, mit dem Menschen zu arbeiten, auch wenn es ein pubertärer Rüde ist und ist deshalb ein bisschen besser von der Jagd auch abzuhalten. Aber es ist und bleibt ein Jagdhund, ursprünglich dafür gezüchtet. Wir hatten das, ne? Was da für Jagdhunderassen drin sind. Und das darf man nicht vergessen. Macht ihr nichts mit dem, fangen die an, Scheiße zu bauen. Ja? Und dann fangen die auch an zu jagen. Jetzt kommt irgendwo die Polizei oder die Feuerwehr. Ja. Und solange ihr aber was mit denen macht, lässt es sich ganz gut in Grenzen halten. Die sind jetzt nicht so, dass sie auf Teufel komm raus in den Wald rennen, um Jagdbeute zu finden. Ich finde es da sogar ein bisschen besser als beim Labrador. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Mensch, das ist ein total toller Hund, der so gut wie geilen Jagdtrieb hat. Und deshalb hat er keine 4 Sterne verdient. Er kriegt 3, auch wenn er hier dem Labrador ein bisschen mehr voraus hat. Dafür hat er eben im Punkto Pflege die gleichen Punkte gekriegt und hat ein bisschen schlechter dargestanden. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist auch der einzige Punkt, in dem der Golden Retriever von mir keine gute Punktzahl kriegt. Und das möchte ich erklären. Im Thema Verhalten. Der Goldie ist ein total netter Hund. Die sind mit Menschen in der Regel super, die sind mit Hunden in der Regel super, die sind wie der Labi, nur in nett. Ja? Wo wir beim Labrador gesagt haben, die werden ohne Bremse ausgeliefert, das kann beim Goldie auch schon mal vorkommen, aber insgesamt sind die zurückhaltenderen, die netteren, die freundlicheren Hunde. Da gewinnt der Goldie gegenüber dem Labi wieder einen Punkt. Trotzdem gibt es da einen Punkt, auf den ich zu sprechen kommen muss. Mir sind die zu ängstlich, mir sind die zu schüchtern, mir sind die zu zurückhaltend. Gerade die Rüden sind ganz lange so richtig, ich habe gerade auch wieder einen im Welpenkurs, das sind so richtig, richtige Schisserchen. Die sind super nett, einen Tacken zu nett. Hier und da wäre es ganz schön, wenn der Golden Retriever auch mal sagt, nee, jetzt reicht's, ich wehr mich auch mal. Wenn ihn andere zanken oder nerven oder ärgern. Aber insgesamt ist das zu Hunden ein so netter Hund und der geht allen Konfrontationen im Zweifel aus dem Weg, das ist eine tolle Eigenschaft, sich nicht prügeln zu wollen. Aber es ist keine so gute Eigenschaft, im Zweifel sich nicht zur Wehr zu setzen. Ein bisschen mehr Schutzpe, ein bisschen mehr Manpower, ein bisschen mehr Testosteron, das würde den Golden Retriever gut tun, dass sie ein bisschen selbstbewusster werden. Da geht es also nicht darum, dass die sich den anderen unbedingt gegenüber zur Wehr setzen müssen, aber mir fehlt so ein bisschen mehr. Oder ich hätte gerne so ein bisschen mehr Selbstvertrauen im Golden Retriever. Und das ist echt so ein Punkt. Wenn er da jetzt toll wäre, dass er sagen würde, okay, pass auf, ich,
Hab keine Lust auf dich, nerv mich nicht, ärgere mich nicht, und der andere Hund würde ihn ärgern und irgendwann würde er sagen, okay, jetzt reicht's, jetzt muss ich mich auch mal zur Wehr setzen, dann würde der Golden Retriever hier tatsächlich 5 Punkte verdienen. Aber weil mir das fehlt, kann er leider nur 4 bekommen. Trotzdem, er ist der nettere Labi, er ist der bessere Labi, was das Verhalten angeht zumindest. In anderen Punkten gewinnt er nicht. Es ist ein super toller Hund. Ja. Der Golden Retriever hat, wie ihr gesehen habt, eine super Punktzahl erreicht. Wenn dieser Hund 2 Eigenschaften nicht hätte, und das wäre diese sehr hohe Unsicherheit, zumindest in den letzten Jahren merke ich das immer wieder, dass das schon eher so Duckmäuschen sind. Bei den Mädchen geht das sogar. Die Rüden sind teilweise solche Weicheier. Wenn die umgeschubst werden, dann heulen die eine halbe Stunde. Und, also ich übertreibe das jetzt, aber so sind die Erfahrungen. Wenn die also ein bisschen mehr Selbstvertrauen hätten, wenn die ein bisschen mehr Mut hätten in vielen Situationen, in frühen Lebensjahren, später haben die das. Wenn die 3, 4 Jahre alt sind, dann wissen die ganz genau, wie die mit sich umgehen können. Aber früh müssten ein bisschen mehr Männchen sein, früh. Dann würde der Golden Retriever da tatsächlich im Verhalten sogar 5 Punkte von mir bekommen. Und das andere große Manko ist tatsächlich wieder das Thema Gewicht und Knochen und Gelenke. Wenn das nicht wäre, wäre der Golden Retriever einer der besten Hunde. Er landet trotzdem in meinem Ranking sehr, sehr weit oben. Ich mag die Golden Retriever. Ich habe lieber einen ängstlichen Hund, dem ich über Training ein bisschen Mut zusprechen kann, als so einen totalen Draufgänger, den ich bremsen muss. Wo ich den Labrador immer wieder daran erinnern muss, dass er nicht den ganzen Tag Spider-Man spielen kann, sondern ab und zu auch mal einfach nur der Reporter um die Ecke ist, muss ich das bei dem Golden Retriever genau andersrum. Der sitzt immer die ganze Zeit mit seiner Nickelbrille und der Kamera in der Ecke und macht nichts, obwohl er eigentlich auch mal Spider-Man sein könnte. Also da muss man ihm mal helfen, dass er mal die Klamotten auszieht und sich an der Liane in Anführungsstrichen durch die Stadt schwenkt. Die brauchen ein bisschen mehr Zuspruch, die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Das Schöne ist, der Golden Retriever geht in der Regel Konfrontation mit anderen Hunden aus dem Weg. Leider halt zu lange, das haben wir gerade schon besprochen, aber das ist eine tolle Eigenschaft. Und ihr könnt mit dem Goldie wirklich alles machen. Ihr könnt mit dem Kopfarbeit machen, Klickern, Tricks, Cross-Dogging, Sucharbeit, Mantrailen, Dummy-Training und. Ihr könnt alles mit dem Goldie machen. Es sei denn, ihr habt so einen Show-Golden Retriever, der einfach sehr, sehr kräftig ist. Dann solltet ihr so Sachen wie die mit hohen Sprüngen und mit viel Last auf den Knochen zu tun haben, sein lassen. Sowas wie Frisbee oder Agility vielleicht sogar. Aber ich habe in der Ausbildung eine Kollegin gehabt, die hatte einen Golden Retriever aus der Arbeitslinie. Ein wirklich sehr schlanker, sportlicher Kerl. Der hat super Frisbee gespielt und die springen bis heute viel Frisbee. Ja. Ihr seht, die Veranlagung eures Hundes, ob es eher so Richtung Arbeitslinie oder eher Richtung Showlinie geht, seht ihr an den Füßen. Achtet da mal drauf. Der Golden Retriever aus der Arbeitslinie steht nicht auf so einem Plattfuß. Ja. Also der knickt den Fuß nicht so nach oben und steht dann da drauf, sondern der steht fast schon auf den Zehenspitzen, fast schon auf den Zehen. Die haben nicht so Plattfüße, die sind ein bisschen, ich zeige euch Bilder, ja? Showlinie, Arbeitslinie. Das klingt jetzt doof. Der Golden Retriever und der Labrador, die unterscheiden sich in so vielen Punkten fast gar nicht. Ja? Der Goldie ist der Ängstliche, der Labrador ist der Draufgänger. Der Labi braucht für alles ein bisschen länger, dafür ist der Goldie ein bisschen zu wenig mutig. Aber insgesamt, wenn man so die ersten 3, 4 Jahre rum hat, ist das eine wie das andere. Das sind tolle Hunde. Bei dem einen ist es am Anfang leichter. Dafür hast du dann später dann auch eher so das Schisserchen da, während der andere am Anfang, boah, den musst du ständig ausbremsen, aber dafür ist es später auch ein sehr souveräner Hund. Man kann mit beiden beides erreichen. Trotzdem gibt es Unterschiede. Ich würde normalen Familien eher zum Golden Retriever raten. Weil es der nettere Hund ist. Und weil ich habe so viele tolle Goldies gehabt. Der Shadow, der gerade im Junghundekurs ist, so ein netter Kerl. Und seine Schwester ist auch da. Und die sind beide so lieb. Und die lernen beide gerne. Leider Gottes, weil die auch immer so lieb waren, müssen die Besitzer dann da jetzt auch mal langsam auf den Trichter kommen. Ey, wir müssen uns auch mal durchsetzen. Es ist und bleibt ein Retriever. Und wenn ich da nichts mache, tanzt er mir auch trotzdem irgendwann auf der Nase rum. Er sieht dabei halt nur nett aus mit seinem Kajal und den schönen Farben. Der Alesso, den ich vor ein paar Jahren hatte, das war ein so geiler Hund. Der hat alles gemacht. Der war so gerne, hat er gearbeitet. Und auch die Besitzerin, die Selina, die hat mega gut mit ihm trainiert. Das war so schnell ein Vorzeigehund. Aber auch da kam irgendwann der Punkt, wo sie gesagt hat, ich muss mehr machen, sonst tanzt er mir auf der Nase rum. Ich hatte ganz zu Anfang den Robby, der ist schon ein paar Mal von anderen Hunden verhauen worden. Der hat sich nie gewehrt. Das ist ein ganz, ganz liebenswerter Kerl. Und
Die sind nett. Manchmal zu nett. Aber für eine Familie habe ich lieber die zu netten. Wenn ihr einfach nur einen tollen, etwas größeren Familienhund sucht, der nett ist, der gut ankommt, der aber ein bisschen eine gewisse Sportlichkeit und Motivation mitbringt, ist der Golden Retriever für euch das Richtige. Wenn ihr dagegen aber einen Hund habt, der auch ein Familienhund sein soll, der aber ein bisschen mehr Kernigkeit mitbringen soll, ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr Bums, ein bisschen mehr Richtung Sportlichkeit und ich will und ein bisschen mehr Kraft und tralala, dann ist der Labrador für euch da der Richtige. Weil ich aber immer davon ausgehe, den normalen Hundehalter zu haben als Kunde. Und das ist auch tatsächlich so, gewinnt bei mir der Goldie so ein bisschen das Rennen. Insgesamt, nach 2-3 Jahren, wie gesagt, tun die sich nicht viel. Trotzdem, der Goldie ist ein super Hund. Hier seht ihr die Punkte dazu. Und nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Border Collie. Bis dann. Tschüss.